In der Quaresima beten wir in einem der Kantika aus dem Propheten Jeremia in der Vigil zum Sonntag. Auch Prophet und Priester irren im Land umher und haben die Besinnung, die Orientierung verloren. Das war eine Beobachtung des Propheten Jeremia, weil die ganze Bußpredigt vor dem babylonischen Exil, ja, wie wir wissen, nichts gefruchtet hat. Und dann kam die große Orientierungslosigkeit. Das ist vielleicht meine eigene Boshaftigkeit, dass mir dieser Satz des Propheten Jeremia in Erinnerung kommt, wenn wir uns um das Orientiertsein heute bemühen, also um im Grunde genommen um etwas ganz Unverfängliches, nämlich die Bedeutung der Gebetsrichtung nach Osten für Christen. Insofern unverfänglich, als das eine vollkommen unbestrittene Tradition ist. Die älteste apostolische Überlieferung, wenn wir darauf kommen. Aber gleichzeitig weiß natürlich jeder der hier Anwesenden, dass es vermintes Gelände ist. Weil deshalb steht hier, oder das habe ich hier aufs Plakat, habe ich das gar nicht draufgeschrieben, mit der ideologischen Faktizität. Also man hat da schnell ein paar Thesen in den Raum geworfen, wie wir das ja immer auch in der Frontstellung, wenn das so gerade, wenn sich das in der Messe kapriziert, so sagen, nur die tridentinische Liturgie, sogenannte, muss ich mal dazu sagen, sogenannte alte Messe, das ist das einzig Wahre und das heißt, und alles, was wir jetzt heute machen, das ist das einzig Wahre. Also den Menschen zugewandt. Es gibt ganz viele Pastoralprogramme der Diözesen, die so heißen und überschrieben sind, den Menschen zugewandt. Das hat immer, alle Seiten haben was Richtiges und viel Falsches. So ist das immer mit Kessenthesen. Die hat man schnell aufgestellt. Aber ob die sich bewahrheiten oder ob die überprüfbar sind und der Prüfung standhalten, ist eine ganz andere Frage. Deshalb dachte ich, es ist vielleicht einmal gut, wenn wir ohne Ideologie versuchen, dem auf den Grund zu gehen, was es denn mit dieser Gebetsrichtung auf sich hat. Aber bevor wir überhaupt über eine Gebetsrichtung oder so etwas sehr Spezifisches sprechen, also wenn ich den Vortrag jetzt in einer normalen Pfarrei halten würde, hätte ich schon in der ersten Zwischenrunde gesagt, ja, aber Herr Pastor, man kann da überall beten. Ich gehe da in den Wald, das ist so schön, Gott ist da überall. Ja, das wussten die Apostel auch schon. Das wussten auch die Kirchenväter schon. Es gibt sogar gleich einige Texte, die auf den Einwand bewusst eingehen. Die Frage allerdings zeigt, dass wir es mit einem viel noch tiefer liegenden Problem zu tun haben, nämlich mit dem, was Romano Guardini Liturgiefähigkeit des Menschen genannt hat. Es gibt eine kluge Frau, Christa Schaffer, die hat einmal gesagt, es ist in jedem Menschen hineingelegt so etwas wie eine Sehnsucht nach einer Gotteserscheinung. Und natürlich können wir unter den Bedingungen, unter denen wir jetzt hier auf dieser Erde leben, Gott nicht einfach gegenübertreten. Das sind die biblischen Zeugnisse auch eindeutig. Wir können nicht einfach Gott sehen. Obwohl das manchmal unsere Texte auch etwas kumpelhaft suggerieren. Aber was hindert uns heute an der Wahrnehmung Gottes? Es gibt einen großen Heiligen der russischen Kirche, Serafim von Sarow, der Folgendes sagt. Wir Menschen von heute, also der ist 1833 gestorben, aber was würde der jetzt knapp 200 Jahre später sagen von uns heute? Das sagte er damals schon. Wir Menschen von heute sind fast alle innerlich in Kälte erstorben und haben nicht mehr Acht auf die Wirkung seiner göttlichen Erscheinung und auf unsere Gemeinschaft mit Gott. Deshalb erscheinen uns jetzt die Worte der Heiligen Schrift sonderbar, dass nämlich Gott den Menschen erschienen sei. Wie ist es möglich, dass die Menschen mit ihren Augen Gott sehen können? Aber hier ist nichts Unverständliches. Die Unverständlichkeit kommt daher, dass wir uns von der ganzen Weite des urchristlichen Schauens entfernt haben und durch unsere angebliche Aufklärung in ein solches Dunkel der Unwissenheit geraten sind, sodass uns heute unbegreiflich ist, was die Alten noch so klar verstanden haben. Gott und die Gnade des Heiligen Geistes haben die Menschen nicht im Traum und nicht im Wahn krankhafter Verzückung gesehen, sondern wahrhaftig und wirklich. Die Verfangenheit, wie man das nennen könnte, in unseren Kategorien, in unseren messbaren Kategorien, lässt uns, wie Serafim von Sarow sagt, innerlich an Kälte ersterben.
und öffnet uns nichts mehr. Was ist das aber, wenn wir dann, und das hängt mit der Liturgiefähigkeit zusammen, wenn, so sagt die Christa Schaffer weiter, wenn nun der im Irdischen verstrickte Mensch auf der Suche nach dem einheitlichen Ganzen ist, das ist ja auch etwas, was wir verloren haben, dass wir denken, das sind zwei Paar Schuhe. Hier ist unsere Welt, alles messbar, das kann man alles prüfen. Das ist sie übrigens auch nicht, ja, das ist auch eine Form von Ideologie. Und dann gibt es noch so, vielleicht, das ist aber jedermanns Privatsache, gibt es noch sowas wie so eine jenseitige Welt. Das ist dann so irgendwie wie Dampf, wenn man kocht. Ja, dann kann man sehen, je nach Temperatur sieht man den Meer, wenn es kalt ist, und im Sommer sieht man das was gar nicht. Also ist vollkommen unerheblich, Privatsache. Das Christentum geht von dem Gegenteil aus. Die einzige wahre Wirklichkeit ist die Wirklichkeit Gottes. Und diese Welt ist ein Abbild seiner Wirklichkeit. Was lesen wir anderes auf den ersten Seiten der Bibel? Nichts anderes. Also nicht, wie Marx uns suggerieren will, dass diese Welt, so wie sie jetzt nun einmal ist, die braucht dann irgendein Surrogat oder irgendetwas, was, damit man das Ganze hier, den ganzen Scheiß durchsteht. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und deshalb denken sie sich dann was aus nach ihren Vorstellungen. Es ist genau umgekehrt. Aber alles, was den Bereich der Liturgie angeht, sind wir inzwischen stramm marxistisch nach dieser Ideologie. Stramm. Das merken wir nur gar nicht. Es ist keine bewusste Entscheidung, es ist auch keine Boshaftigkeit. Aber wir konstruieren alles von unserer Wirklichkeit her. Wir haben über etwas Ähnliches schon mal nachgedacht, als wir über die Ikone gesprochen haben. Die ja auch nicht irgendein gemaltes Ereignis ist, sondern das Abbild der eigentlichen Wirklichkeit. Das ist sozusagen eine Rückübersetzung dessen. Und das gilt auch heute. Wenn nun der im Irdischen verstrickte Mensch auf der Suche nach dem einheitlichen Ganzen mit dem Wunsch, Gott zu begegnen, an der Feier der Liturgie teilnimmt, so hat er tatsächlich Anteil an einem Geschehen, das über die Grenzen von Raum und Zeit hinausreicht, mehr noch, das Himmel und Erde vereint. Das ist so etwas wie ein Axiom, das ist Grundlage für Liturgie. Wenn man das nicht akzeptiert, feiert man keine Liturgie, zumindest nicht im christlichen Sinn. Da macht man irgendwas, da macht man ein Happening, ein Meeting, da gibt es Häppchen, vielleicht auch schöne Texte, noch tollere Musik, kann alles sein. Da gibt es einen ganz tollen Pastor, der reißt sich den auf, ja, und macht Gott weiß was, ja, aber es ist keine Liturgie. Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Man müsste nämlich auch mal überlegen, wir kommen, das wird sicher auch noch mal anklingen, und die Schaffer macht darauf aufmerksam, wie Menschen, die nun nicht gerade etwa in der Sowjetzeit im Reichtum lebten, wir kennen ja die unterschiedlichen Wellen auch von Hungersnöten und dann mit dem Krieg und so, die trotzdem an ihrem Glauben festgehalten haben. Obwohl er verboten war, obwohl sie verfolgt wurden. Das kann man mit diesem Schema eigentlich nicht erklären, sondern nur mit dem eigentlichen Verständnis von Liturgie. Oder wie ist das zu erklären? Vielleicht hat das jemand verfolgt in den letzten Tagen. Jetzt war gerade die Feier in Kiew und in Moskau, 1030 Jahre Bekehrung der Kiewer Rus unter dem Fürsten Wladimir, also Annahme des Christentums. Ja? Und es gibt ja in der Ukraine eine Spaltung der Kirche, wenn man so will, die sehr schmerzhaft ist, weil natürlich das eigentlich russisches Kirchenterritorium ist. Aber durch die Amerikaner und die Europäer sind so simpelhaft doof und tapern da einfach hinterher, fördern die Spaltung. Die wollen jetzt eine autokephale ukrainische Kirche werden. Ja? Und der Bartholomäus, der ja auch im Grunde genommen mehr zu den Amis als zu der Orthodoxie hält, das ist ja auch eine merkwürdige Figur da in Konstantinopel, der schwankt so hin und her, der weiß noch nicht, was er macht. Er kann das auch nicht alleine entscheiden, weil das ist eine Konsensentscheidung. Da müssen alle autokephalen Kirchen zustimmen, wenn so etwas zustande kommt. Und deshalb war man jetzt gespannt, wie viele Leute bringen die auf die Straße, wenn der Onufri, der Metropolit von Kiew, einlädt. Da kamen an einem normalen Werktag am Freitag 250.000 Leute. Aus der ganzen Ukraine, obwohl die Regierung dem Busunternehmen verboten hat, solche Leute dahin zu fahren. Gefördert von der Europäischen Union, natürlich die Regierung, ja klar. Also das zeigt jetzt, und die nehmen dann an einer Liturgie teil, die über 1000 Jahre alt ist. Liturgiereform kennen die nicht. Gucken Sie sich mal die jungen Menschen an.
Gucken Sie sich mal die Familien an, die dort hingehen. Das ist Chrysostomus-Liturgie, was die feiern. Ohne Liturgiereform, kirchenslawisch. Aha. Großes Fragezeichen. Ich will das aber, nachdem das angeklungen ist, ich will auch nochmal das antönen lassen, was Guardini da geschrieben hat in einem berühmten Brief von 1964. Da weiß man auch nicht, was der heute sagen würde, wenn der das nochmal besichtigen würde. Der war ja sehr für die liturgische Erneuerung, auch sogar, da kommen wir noch drauf, die Zelebrationsrichtung, also wie sie jetzt ist. Aber ich weiß nicht, was der sagen würde, wenn er heute käme. Der hat auf jeden Fall in diesem Brief geschrieben, wenn ich das Zitat jetzt hier finde. Die wichtigste Aufgabe der vom Konzil angeordneten liturgischen Reform ist nicht die Neuordnung der gottesdienstlichen Strukturen und Texte, auch nicht die Belehrung über die Liturgie und ihre theologische Eigenart, sondern die Einübung, ja vielfach erst die Wiedergewinnung dessen, was man liturgischen Akt oder Kultakt nennt. Das ist vollkommen fehlgeschlagen. Das gilt bis hin, also ich denke, das gilt für die Priesterausbildung, genauso in der Bischofsausbildung gibt es ja leider nicht, aber da setzt sich das natürlich nahtlos fort. Kultunfähigkeit. Und es gibt natürlich auch nochmal angestoßen durch die Reformation, aber auch im 20. Jahrhundert nochmal ganz stark die Tendenz, das wird inzwischen auch in der katholischen Theologie zunehmend reflektiert, aber eher von Außenseitern, eine solche Kultfeindlichkeit innerhalb der Theologie und innerhalb der Kirche, ja, die natürlich auch jetzt, mit Verlaub gesagt, in diesem Pontifikat nochmal einen einsamen Höhepunkt aus dem Kühlschrank erreicht. Ja. Ich meine, der Papst unterspült ja in dem, was er so an Einfachheit zeigt, das soll mir alles recht sein, aber der Ritus und der Kult wird ja dermaßen unterspült, also nach dem Motto, Mama flott hier, das dauert mir alles zu lang, das kann alles auch gar nicht schlicht genug sein. Das ist natürlich eine ganze Tendenz und natürlich ist auch hier der Papst ein Kind seiner Zeit. Und der Papst ist natürlich nicht nur Kind seiner Zeit, sondern auch seiner Ausbildung und auch seines Ordens und auch da, wo er herkommt, aus Argentinien. Und das ist aber eine Tendenz im Ganzen gesehen, die natürlich im Grunde genommen die Liturgiefähigkeit von Menschen zerstört. Weil wir das oft als Problem gar nicht wahrnehmen. Wenn ich jetzt so sehe, ja, die Bilder, jetzt ist große Ministrantenwallfahrt, ist wunderbar, dann werden die Bilder gepostet, eine Neuwieder Kirchenbank steht jetzt in einer römischen Basilika und da setzt sich ein Bischof drauf. Ja, da denke ich, großer Gott, also ich dachte immer, das Bistum Trier schreibt jetzt gerade so den Umweltschutz. Wir müssen mal umrechnen, wie viel Liter Diesel kostet das, diese Bank von Neuwied nach Rom zu fahren? Ist ja auch ein Umweltfaktor, oder? In Rom haben die leider keine Stühle. Die haben da, sowas kennen die nicht. Die hängen immer nur in Matten oder ich weiß nicht, oder sitzen auf Bäumen oder was die in Rom machen. Jedenfalls Sitzgelegenheiten haben die offenbar nicht. Ja. Also das zeigt nur, es muss immer das Besondere sein, das Event, das Draufgesetzte, das Abartige, das, was Aufmerksamkeit erregt, das hat aber nichts mit Liturgie zu tun. Das ist das Problem. Schauen wir mal, wie das mit der Ostung ist. Weil diese Gebetsrichtung hat sehr viel mit der, wie soll ich sagen, mit der Bereitung des Menschen zu tun für das, was er da tut. Mit der Übereinstimmung von Inhalt. Also das hilft jetzt auch nichts zu sagen, so wie am Kasernhof, alle drehen sich nach Osten, zack. Aber immerhin ist das schon mal etwas. Diese Kultverdächtigung oder Kultabkehr geht ja von einer Grundthese aus, die besagt, dass nur das Innere eigentlich eine Rolle spielt. Also die richtige Gesinnung spielt eine Rolle. Wie, ob ich da sitze oder so, das ist eigentlich vollkommen egal. Sie kennen den alten Witz, wo ein Jesuit dann, wie geht der? Darf ich beim Brevierbeten rauchen? Ja. Und dann sagt, die Frage ist falsch gestellt, die muss man fragen. Darf ich beim Rauchen auch Brevier beten oder sowas? Ja, solche Sachen. Also mal, alles ist miteinander vereinbar. Ja? Wir vertrauen also unseren eigenen Traditionen nicht, aber wir machen natürlich ganz, ganz viele Anleihen bei anderen Traditionen. Also da sind auch die Jesuiten führend, wenn man sich mal diese indischen, das passt jetzt gerade gut, dass du da bist,
wenn man sich mal diese indischen Verrenkungen von bestimmten Jesuiten, die da halbnackt vor irgendwelchen Altären tanzen, das finden dann die dann in Deutschland ganz großartig. Ja. Das ist natürlich nicht nur eine andere Kultur, sondern ist ein vollkommen anderes Religionsverständnis, was da übersetzt wird. Das hat auch mit christlichem Gottesdienst nichts zu tun. Das würden wir eher unter heidnischer Tempelprostitution abhaken, also wenn man das biblisch einordnen müsste. Ja. Nichts anderes. Das finden wir dann wieder interessant. Aber die eigenen Sachen kennen wir überhaupt nicht. Zen, ganz toll. Wie viele Leute fahren dahin heute in irgendein Ding und gucken 10 Tage lang die Wand an? Auch das hat mit Christentum nichts zu tun. Das ist super für die Entspannung, das mag dies und jenes bedeuten, aber mit Christentum hat es einfach nichts zu tun. Punkt. Warum machen wir das aber? Warum geben dafür Leute viel, viel Geld aus? Weil sie in der Kirche nichts mehr bekommen. Ganz einfach. Weil wir unsere eigenen Traditionen überhaupt nicht mehr bedienen. Wenn wir Glück haben, kommen sie auf Umwegen nochmal irgendwann auf uns zu. Was ist die eigene Tradition? Das Wort sagt es eigentlich schon, und das ist vielleicht dann aufgegangen, Orientierung. Das sagen wir im Deutschen. Wenn ich Orientierung brauche, dann muss ich wissen, wo es lang geht. Aber Orientierung im Wortsinn heißt Ostung. Das ist zutiefst christlich geprägt, allein dieses Wort schon. Also der Kompass zeigt bei Christen nicht nach Norden, sondern nach Osten. Das bedeutet Orientierung. Oriens, Aufgang, Anatolie im Griechischen. Und das ist nicht die Sonne, das machen die Heiden. Christen wenden sich zum spezifischen Punkt des Sonnenaufgangs hin. So, was hat das zu bedeuten? Jetzt gucken wir mal. Also Ostung heißt Orientierung. Wissen auch nur noch, fast nur noch Liturgiewissenschaftler, dass jede Kirche eigentlich geostet sein muss. Unsere ist ganz schön geostet. Jetzt, wir merken, das ändert sich ja jeden Tag. Ja. Es gab früher eine Tradition, dass man den Tag der Kirchweihe vor dem Baubeginn festgelegt hat und dann an diesem Tag eine Latte da aufgestellt hat und gesagt, in welche Richtung der erste Sonnenstrahl fällt, wo der Schatten fällt, in diese Richtung wird die Kirche gebaut. Es gibt Ausnahmen davon natürlich, auch jetzt postvatikanisch ist man davon teilweise im großen Stil abgegangen. Bei manchen Kirchen geht das nicht immer. Ist die Basilika unten geostet? Nee, ich glaube nicht. Das war so eng da unten. Die konnten, wenn sie die nach Osten gedreht hätten, wären die Straßen alle zu gewesen. Also sind nicht alle Kirchen geostet. Ist St. Peter in Rom geostet, der Lateran? Nein, ist gewestet. Steht auf der Ost-West-Achse, aber deshalb der Papst hat immer in die Richtung zelebriert, in der er jetzt zelebriert. Da hat sich nichts geändert beim Konzil. Witzigerweise. Kommen wir nachher noch zu, wie die das damals gemacht haben.